Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Sieht interessant aus, was auf dem Markt passiert. Wir gehen natürlich ein bisschen nach oben, aber ich vertraue diesem Ganzen immer noch nicht. Ich vertraue dem Ganzen immer noch nicht. Ihr wisst, Leute, ich warte, bis wir diese 46.000er Marke brechen und uns darüber halten. Sollten wir uns nicht darüber halten und eine direkte Korrektur sehen, kann sich das noch ein kleines bisschen hinziehen, bis wir die Retracement-Niveaus erreichen, die wir erwarten. Das ist Bitcoin im Daily. Lila Linie ist die 50-Tage-Moving Average, gelbe Linie ist die 100-Tage-Moving Average. Und das, was ich im Video heute auch gesagt habe, es ist schön zu sehen, dass wir genau dort Support gefunden haben. Schaut euch das mal an. Das ist schon verrückt, ne? Wie wir genau Support, wir pullen back, wir kommen hier hin, testen es einmal hier an, kommen zurück, testen es noch einmal an, gehen hoch, landen hier an dem Tag. Wir sind zwar mit dem Candlestick rüber, aber mit dem Candlebody sind wir genau auf der 100er geblieben. Am nächsten Tag pumpen wir hoch, kleines bisschen runter, pumpen direkt hoch und pang. Und wir befinden uns und sind hier auch aus der Triangle hinausgegangen, was ein schönes, schönes Zeichen ist, aber was nicht direkt bedeutet, dass wir jetzt Moon, was weiß ich, Raketen hochgehen. Wir müssen hier einmal drüber, über die 46.000er Marke. Das würde auf jeden Fall zeigen, wenn wir drüber gehen und uns da drüber halten, trotz Korrektur, dass wir auf jeden Fall Einkäufer haben, die zu diesen Preisen sagen, das sind super Preise. Wir sind so bullish gestimmt, wir glauben, das Ding geht noch weiter hoch. Wir halten das jetzt. Wir kaufen bei 46.000 wieder ein. Und es gibt dann mehr Einkäufer als Verkäufer und von dort aus wird dann der Preis weiter hochgehen. Wie stark wird der Dump sein, wenn er kommt? Wenn Leute hier jetzt rausgehen, wenn wir über die 46.000er Marke kommen. Ja. Ich glaube, ich vertraue dem Braten nicht. Ich glaube nicht, dass wir so eine Straight-Up-Linie machen werden wie hier. Ich glaube nicht, dass wir sowas hier machen werden, so was wir hier gemacht haben. Dass wir in so einer beinahe geraden Linie hier nach oben ziehen. Ich glaube, das wird sich kleines bisschen mehr in die Länge ziehen, aber nicht unendlich lang. Aber nicht so eine direkte Straight-Up-Linie nach oben. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber das ist der Kryptomarkt und das ist verrückt, ne? Pumpt ein Riesenwal auf einmal ziemlich viel Geld rein, kann das passieren. Aber wir können schauen, was wir auf dem Markt machen. Ihr wisst, Weekly ist mir wesentlich, wesentlich wichtiger. Jetzt nicht nur mir persönlich, so oh, den großen Karo, aber die Weekly-Ansicht ist wesentlich wichtiger als die Daily-Ansicht. Und wie wir hier sehen können, 50-Day-Moving-Average haben wir hier noch nicht gekreuzt. Wir sind da genau auf der Linie bei der 46.000 mit der 50. Mit dem 100 Tage, sage ich schon, mit den 100 Weekly Moving Average haben wir noch schönen Support, haben wir hier noch nicht angetestet. Was allerdings auch sehr wichtig ist, ist der 21 Tage. Und den haben wir auch nicht. Der hängt hier genau wie beim 50 auf derselben Höhe bei 46.000 rum. Schaut euch das an. Beide genau auf der gleichen Höhe. Noch mehr Aussagekraft hat der Monatschart natürlich, wenn wir uns den angucken. Sehen wir eindeutig eine wundervolle positive Entwicklung. Dieser Monatschart, der sich jetzt gerade bildet, ist wundervoll. Der hat genau den 21-Tage-Monatsdurchschnittspreis hier einmal angetippt und ist direkt nach oben gegangen. Sieht meines Erachtens nach eher positiv aus als negativ. Und wenn wir uns das RSI auch im Monthly hier angucken, ja, schaut mal, wo wir uns gerade befinden. Es scheint so auszusehen, als ob wir eine Trendwende haben und das langsam hier ausbrechen wird. Der Bitcoin-Preischart folgt dem auch dementsprechend. Sehr, sehr positiv, Leute. Gucken wir uns einmal kurz unseren Partner an, bevor ich es vergesse. Unser neuer Partner ist Blockpit. Was macht Blockpit? Ihr wisst, wir haben das Problem, wir müssen dem Finanzamt melden, wie viel wir verdient haben. Und es ist manchmal nervig, wenn man das alles selber dokumentieren muss. Viele von euch Anfängern, weiß ich, die sind bei Bitpanda, die haben auch Zugriff auf Bitpanda. Die API-Verbindung ist mit Bitpanda auch möglich. Wie gesagt, ein wundervolles Tool, kann man nur empfehlen, wenn man sich richtig viel Stress bei den Steuern ersparen möchte. Und ihr wisst, wie akribisch das Finanzamt auf solche Kleinigkeiten achtet. Und wenn man hier ein Tool nutzen kann, was lizenziert ist und das Finanzamt sagt, da vertrauen wir drauf, was das Tool euch da sagt, das nehmen wir auch so an. Was wollt ihr mehr? Da umgeht ihr jedes Risiko, irgendwelche Berechnungsfehler selber zu machen oder irgendwelche Fehler, ob das jetzt länger gehalten werden muss oder nicht. Alles kein Problem. Das Programm macht es für euch. Wundervolles Ding. Kann man einfach nur empfehlen.